Im dritten Teil unserer Hochzeitsserie zeigen wir euch leckere Cake Pops im Braut- und Bräutigam-Look. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Die Basis der Cake Pops besteht aus ganz normalem Kuchenteig. Hierzu wird weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig aufgeschlagen. Dann kommt das Ei dazu und wird gut mit der Buttermasse verrührt. Das Mehl wird mit dem Backpulver und dem Salz vermischt und anschließend im Wechsel mit der Milch zu der Buttereimasse gegeben. Danach wird der Teig in eine passende Kuchenform gefüllt und im vorgeheizten Backofen bei ca. 180 Grad Umluft 45 bis 50 Minuten gebacken. Um den Teig nach dem Backen vor dem Austrocknen zu schützen, wird etwas Alufolie darüber gelegt. Bevor es weitergeht, muss er erst komplett auskühlen. Ist der Kuchen kalt, wird er in eine Schüssel gekrümelt. Im nächsten Schritt kommt die Himbeerkonfitüre dazu und wird so lange mit den Kuchenkrümeln verrührt, bis sich alles gut verbunden hat und eine klebrige Masse entstanden ist. Danach werden kleine Kugeln aus der Masse geformt. Für mindestens 20 Minuten sollten sie anschließend in den Kühlschrank. Je kälter sie sind, desto besser. Im nächsten Schritt wird das eine Ende der Stiele in geschmolzene Kuvertüre getaucht und in die Kugeln gesteckt. Dadurch bleiben die Pralinen später am Spieß kleben und haben einen besseren Halt. Danach sollten sie wieder 15 bis 20 Minuten im Kühlschrank durchkühlen. Anschließend taucht man sie in die geschmolzene weiße Kuvertüre und lässt sie kurz abtropfen. Am besten steckt man sie danach auf ein Stück Styropor und stellt sie wieder kalt, bis die Schokolade komplett fest ist. Für den Bräutigam werden die Cake Pops von beiden Seiten schräg in die dunkle Kuvertüre getaucht und danach verkehrt rum aufs Backpapier gesetzt, damit ein kleines Füßchen entsteht. Auch die Brautcake-Pops werden schräg in Kuvertüre getaucht, diesmal allerdings in die weiße. Um den Effekt zu verstärken, kann man mit der Schokolade noch eine Fliege und Knöpfe aufmalen. Die Braut bekommt noch eine kleine Kette aus Zuckerperlen. Schön verpackt eignen sich diese Cake Pops sehr gut als Gastgeschenke. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch andere Ideen sehen wollt, bleibt dran!